Also, hi, hier ist Kümer. Und ja. Hi, hier ist Mau. Und wir rocken jetzt, also wir beide. Alle anderen sind irgendwie nach Erfurt gefahren oder auf größere Partys oder was weiß ich wohin. Ja. In Hannover ist gerade so die Base. Gedenkensparty. Revival Party. Aber egal, weil wir rocken nämlich jetzt in einer gemeinnützigen oststädtischen Schrebergartenverein. Ja. Da findet heute eine Party statt, wo irgendwelche Stinos da sind und wir versuchen jetzt mal den Laden so ein bisschen zu rocken. Es sind viele Hopper da und wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir stellen es direkt davor und ja, es hört sich relativ gut an. Und wir gehen jetzt rein. So. Ja. Hier seht ihr, das ist echt nur eine kleine Gartenanlage und wir laufen jetzt rein. Ich will mal hier so an der Seite. Hast du kurz Stopp gedrückt? Ja, nicht austrinken, lass noch den Rest verstecken. Nein, ich habe nicht. Das ist nicht mehr viel. Warte. Also, Party jetzt mittendrin. Schon gut geht's angetrunken, aber uns geht's immer noch supi. Ja, so, und man behauptet ja in der Gruft die Szene immer, es wären alle Kerle bi, so. Jetzt kommt das Aber. Ja, und zwar... und zwar ist es so, dass wir hier einige von den Hip-Hopern oder Rappern gesehen haben, wo die Kerle doch sehr innig getanzt haben. Und vielleicht auch ein bisschen mehr so wie... Mund und es ist nur Freundschaft. Wir haben Küsse auf den Mund gesehen und sie haben sich von hinten angetanzt und haben sich gegenseitig an den Oberkörper gefallen. Und sie haben von Gangbang geredet. Also sollte uns das nicht irgendwie ein bisschen fraglich sein? Naja, auf jeden Fall, wir rocken jetzt die Party weiter so. Ab geht die Party. Und wir hoffen, dass wir es am Ende schaffen, dass die Party pur uns gehört. Denn wie viele Gruftis braucht man, um eine Stino-Party zu rocken? 3 Stück! Meinst du? 3 Stück? Wir schaffen das noch. Wir machen das noch. Wir machen das Ding. Peace. Wir wollen unsere Musik hören. Bis gleich. Ciao.
Kontaktfreiung. Wir haben die Party kaputt gelatscht. Was? Aber Leute, es sind, die müssen früh. Wir haben machen. Die Party kaputt gelatscht. Kaputt. Nein, gemacht. Ich bin krass kaputt gemacht. Ich hab die Party kaputt gemacht. Ja, wir kommen jetzt gerade von der Party. Wir haben die KFT dann doch noch gerockt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Wir haben unsere Lieder gehört. Es war hammergeil. Naja, wie gesagt, man braucht echt nur drei Gruftis, um das Dino-Party aufzuräumen. Mit uns Party machen ist immer top. Und jetzt will ich euch mal die sehr müden und traurigen Menschen vom Bahnhof zeigen, die kein Zuhause haben. Viel Spaß. Nummer 1. Nummer 2. Mach gut. Ruhig. Und es ist fest. Oh.